Liebe Freunde des Auktionshauses Heikmann hier in Chemnitz, wir melden uns wieder mit einem kleinen Video und dieses Mal geht es um ein etwas anderes Thema, denn wir haben vor 3-4 Tagen unseren gesamten Katalog, also das Angebot, was wir in unserer Juni-Auktion am 18. Juni anbieten werden, für Sie freigeschaltet und haben es hochgestellt auf unserer Homepage und in den diversen Portalen, damit Sie das Angebot schon sichten können und sich damit beschäftigen können. Aber wir bekommen auch unmittelbar, nachdem wir online sind, bekommen wir von vielen Seiten überwiegend Anfragen, aber auch schon schriftliche Gebote. Und wir antworten dann immer in der Regel, dass wir um 1, 2, 3 Tage Geduld noch bitten mit der Beantwortung der Anfragen. Das stößt vereinzelt auf etwas Unverständnis, denn in der digitalen Welt möchte man ja immer, dass man ganz schnell reagiert. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal das, was ich im Einzelgespräch den Kunden sage, auch zeigen, warum wir einfach noch einige Tage brauchen. Denn nachdem wir das Angebot beschrieben, fotografiert und online gestellt haben, beginnen wir, unsere Ausstellung aufzubauen für die körperliche Besichtigung, sage ich jetzt mal, nicht digital, sondern für die Leute, die kommen, die uns sehen, die das Objekt anfassen wollen. Wir haben ja ein großes Angebot an Porzellan, an Gemälden und Ähnliches. Und ich würde Sie jetzt einfach gerne mal im Vorfeld, wir haben noch ungefähr 10 Tage Zeit, bis die Besichtigung am 11. beginnt, am 11. Juni, würde ich Sie mitnehmen in die untere Etage. Wir haben ja 2 Etagen hier im Auktionshaus und möchte Ihnen zeigen, wie es da im Moment ausschaut und wie da die fleißigen Mitarbeiter alles aufbauen, damit Sie, wenn Sie kommen und besichtigen möchten, nicht nur hier oben einen angenehmen Kaffee trinken können, sondern damit Sie auch alles schön vorfinden und das für Sie angenehm ist. Folgen Sie mir einfach. So, jetzt treten wir in unsere Ausstellungsräume in der unteren Etage. Wie Sie ja wissen, verfügen wir hier in der Zwickaustraße 108 über 2 Etagen. Oben moderne Kunst, Ausstellung, Café und auch der Auktionssaal. Hier in der 2. Etage ist auch die Ausstellung mit klassischer Kunst, viel Porzellan. Die Vitrinen sind noch nicht weitgehend eingeräumt, die Wände sind noch nicht komplett behangen. Sie erkennen das. Die Mitarbeiter versuchen sich natürlich jetzt gerade alle aus dem Bild zu bringen. Es wird ihnen nicht gelingen. Sie erkennen aber schon, Möbel stehen noch kreuz und quer. Stellwände sind noch frei. Hier sehen Sie ein Spätbiedermeierzimmer, was schon gestellt worden ist. Hier hängen die ersten Bilder in der obersten Reihe. Wir fangen immer an, von oben nach unten zu hängen. Die Vitrinen sind zwar schon bestückt, aber noch nicht so, wie es sein soll. Möbel, fleißige Hände im Hintergrund. Hier ist eine Vitrine mit Skulpturen und Bronzen, die schon fertig aussieht. Diese Vitrine mit Silber ist auch schon sortiert und fertig eingeräumt. Aber Sie erkennen, wenn ich durch die Reihen gehe, dass vieles noch kreuz und quer steht. Aber ich denke, hier wird Schmuck in die Empfangsvitrine eingeräumt. Die Vitrine ist noch komplett frei. Das wird sich aber auch im Laufe der Zeit ändern. Wir sind natürlich sehr vorsichtig, weil
Porzellan und Ähnliches teilweise offen steht. Aber wenn Sie sich schon mal ein Auge holen möchten, dann erkennen Sie, dass durchaus sehr schöne Dinge dabei sind. Ich gehe natürlich ganz speziell nicht auf die einzelnen Objekte ein. Ich möchte Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Arbeit zu tun ist, damit es dann am 11. zu Beginn unserer Besichtigung auch alles seine Form hat und schön aussieht für Sie. So, für die, die unsere Räumlichkeiten kennen, sie erkennen sie natürlich wieder, aber ich sage mal so unstrukturiert, freie Wände, hängende Kabel, das ist weniger bekannt, wird sich aber im Laufe der nächsten Tage deutlich ändern. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ein reichhaltiges Angebot und ein Video haben wir schon veröffentlicht, in dem wir auf unsere Sammlungsauflösung 1001 Nacht Porzellan eingehen. Es werden noch weitere Videos folgen. Wir freuen uns, wenn wir Sie am 18. zur Auktion hier persönlich begrüßen dürfen oder ab dem 11. bis zum 16. zu unserer Vorbesichtigung, zu den bekannten Zeiten. Beziehungsweise nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich auf unser eigenes Livebeat-System über unsere Homepage anzumelden und mitzubieten. Wir freuen uns auf Sie und sind immer bemüht, ein breites Angebot für Sie zu erreichen.